Die studentische Theatergruppe Molly Hedges zeigt Ende April E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann. Der Protagonist Nathanael erlebt in seiner Kindheit ein Trauma. Die Angst vor dem bösen Sandmann holt ihn in seiner Studentenzeit wieder ein. Zusätzlich verliebt er sich Hals über Kopf in Olympia, die zu schön ist, um wahr zu sein. Du verständiges, höheres Wesen. Das Stück ist hauptsächlich für Leute, die das Original kennen, aber auch wenn man es nicht kennt, denke ich, kann man da sich das gut angucken. Ansonsten alle Freunde der düsteren Literatur werden damit sehr zufrieden sein. Gib mir deine Hand. Das Stück wird durch Live-Musik begleitet und arbeitet mit einem schemenhaften Bühnenbild. Die Schattenspiele, wie wir sie nennen, sind ein gestalterisches Mittel, um das Ganze ein bisschen aufzulockern und um eben diese Erinnerungsrückblenden deutlich zu machen und zu unterstreichen und auch das Ganze so ein bisschen nebulös zu lassen, was tatsächlich in der Kindheit von Nathanael passiert ist. Der Takeaway für die Zuschauer ist auf jeden Fall, habt Spaß am Leben und genießt alles und macht euch nicht so viele Gedanken. Es gibt 5 Aufführungstermine. Die Karten können beim Kulturbüro des Studentenwerks Schleswig-Holstein und an der Abendkasse gekauft werden.